Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben, Klasse 6, 2, 3, 4 geht es um Flächenberechnung. In Klasse 5 hast du gelernt, der Flächeninhalt eines Rechtecks ergibt sich durch Multiplikation der Seitenlängen des Rechtecks. Hier nochmal eine Wiederholung aus Klasse 5. Nun zum Beispiel hier ein großes Rechteck hast, wobei die eine Seitenlänge 8 ist und die andere 5, dann kannst du dir dieses große Rechteck in so kleine Rechtecke Kantenlänge 1 unterteilt denken. Das heißt, du hast dann 8 nebeneinander und 5 untereinander und das ergibt sich als Flächeninhalt einfach dann das Produkt der Seitenlänge, also 8 mal 5 gleich 40, weil du 40 kleine Quadrate der Fläche 1 hast. Oder hier 3 mal 4 gleich 12. Du hast die eine Länge hat die 3, die andere 4 und 3 mal 4 sind dann 12 so kleine Quadrate. Das wurde auch in dieser Übung hier veranschaulicht. Das heißt, wenn du in Rechteckfläche hier bestimmen sollst, ist die Idee, dass du sagen kannst, du kannst einfach die eine Seite dann in 12 Teile unterteilen und die andere Seite in 6 Teile. Und dann hast du insgesamt die Situation, dass ein so ein kleines Quadrat hat dann den Flächeninhalt 1 Quadratdezimeter. Und wie viele von diesen kleinen Quadraten hast du insgesamt? Du musst dann 6 mal 12 rechnen. 6 mal 10 sind 60 und 6 mal 2 sind 12 und 60 plus 12 wären dann 72. Oder hier, wenn du den Flächeninhalt dieses Rechtecks berechnen sollst, mit der Breite 1 Meter und Höhe 10 Meter. Dann kannst du ihn wiederum so unterteilen in 10 kleine Quadrate mit jeweils Flächeninhalt 1 Quadratmeter. Das Quadrat hat die Breite 1 Meter und Höhe 1 Meter. Und du bekommst in diesem Fall 10. Oder hier kannst du ebenfalls sagen, bei 2 mm und 10 mm ergibt sich die Fläche einfach dann als Breite mal Höhe. Also 2 mal 10 war 20. Oder die Veranschaulichung wäre wieder so, dass du sagen kannst, du kannst dir das große Rechteck in so kleine Quadrate mit 1 Quadratmillimeter, also 1 Millimeter Breite, 1 Millimeter Höhe unterteilt denken. Dann hast du jetzt 2 nebeneinander, 10 untereinander. Das ist insgesamt 2 mal 10 gleich 20 Stück. Und bekommst dann als Flächeninhalt 20 Quadratmillimeter. Und diese Formel, dass man den Flächeninhalt einfach als Breite mal Höhe ausrechnet oder Produkt der Seitenlängen allgemein formuliert, ist auch dann gültig, wenn du jetzt nicht ganzzahlige Längen hast, wie vorhin, wie 3, 5, 7, sondern dass die Seitenlängen auch Brüche sind. Und das wird in den Übungen veranschaulicht. Du sollst überlegen, warum man den Flächeninhalt eines Rechtecks als Produkt der Seitenlänge erhält. Die eine Seitenlänge ist jetzt a gleich 1 Sechstel Meter und die andere b gleich 8 Neuntel Meter. Überlege zunächst, wie oft ein Rechteck mit den Seitenlängen 1 Sechstel Meter und 1 Neuntel Meter in 1 Quadratmeter hineinpasst. Und die Idee ist, das ist jetzt ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 Meter. Das heißt, du hast hier 1 Meter Breite und hier 1 Meter Höhe. Und die Idee ist jetzt die, dass ich zunächst sagen kann, ich kann dieses große Quadrat mit jeweils 1 Meter Länge und Breite in so kleine Rechtecke unterteilen. Und zwar in der Weise,
dass ich die Breite hier in 6 Teile unterteile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf diese Weise bekomme ich den Effekt, dass ein so ein kleines Rechteck die Breite 1 Sechstel hat. Weil 6 Stück ergibt ja gerade 1. Also ist 1 Sechstel, 2 Sechstel, 3 Sechstel, 4 Sechstel, 5 Sechstel, 6 geteilt durch 6 oder 1. Und bei der Höhe mache ich das jetzt so, dass ich die Höhe in 9 Teile unterteile. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, weil das Ganze ja die Höhe 1 hat, hat dieses gelbe Rechteck jetzt nur noch die Höhe 1 Neuntel. Überlege dir zunächst, wie oft ein Rechteck mit 1 Sechstel und 1 Neuntel in einen Quadratmeter hineinpassen. Das heißt, so ein Rechteck mit der Breite 1 Sechstel und einer Höhe 1 Neuntel, das ist hier dargestellt, das ist jetzt gerade das gelbe Rechteck. Und wie oft passt dieses gelbe Rechteck jetzt in dieses große Quadrat mit 1 Quadratmeter oder 1 Meter mal 1 Meter hinein? Muss ich einfach zählen, wie viele von diesen kleinen gelben Rechtecken könnte ich denn jetzt hier rein tapezieren? Wenn du vorstellst, du sollst das jetzt mit Fliesen auslegen, dann brauchst du hier für diese Strecke brauchst du 6 Stück, für die nächste Reihe brauchst du wieder 6 Stück, dann wieder 6 Stück. Und insgesamt brauchst du dann 9 mal 6. Du hast ja 6 nebeneinander und 9 untereinander. Das heißt, du brauchst insgesamt 9 mal 6. Und 9 mal 6 ergibt 54. Und was ergibt sich dann für die Maßzahl dieser gelben Fläche? Die ist dann 1/54, weil die Maßzahl dieses großen Quadrats mit der Kantenlänge 1 ist ja 1, 1 mal 1. Und wenn so ein kleines Rechteck da 54 mal reinpasst, ist der Flächeninhalt von so einem gelben Rechteck nur 1/54 von 1, also 1 geteilt durch 54. Und das kannst du auch in der Form 1 Sechstel mal 1 Neuntel ausrechnen. Du hast ja 9 mal 6 von diesen Rechten. Und wie viel mal so groß ist das Rechteck jetzt mit den angegebenen Seitenlängen? 1 Sechstel und 8 Neuntel. Das kannst du auch als Hilfe einzeichnen lassen. Das heißt, das gesuchte Rechteck hat jetzt als Breite 1 Sechstel. 1 Sechstel ist gerade dieses hier, weil das gelbe Rechteck hat ja gerade die Breite 1 Sechstel, weil das passt hier 6 mal nebeneinander. 1 Sechstel, 2 Sechstel, 3 Sechstel, 4 Sechstel, 5 Sechstel, 6 Sechstel. Das heißt, dieses Stück ist gerade 1 Sechstel und die Höhe ist 8 Neuntel. Das gelbe Rechteck hatte ja die Höhe 1 Neuntel, weil wir haben das ja ganz in 9 Teile unterteilt, wie 1 Neuntel, 2 Neuntel, 3 Neuntel, 4 Neuntel, 5 Neuntel, 6 Neuntel, 7 Neuntel, 8 Neuntel, 9 geteilt durch 9 oder 1. Das heißt, dieses blaue Rechteck hat ja dann nur die Höhe 8 Neuntel, weil du hast jetzt hier nur 8 übereinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, dieses blaue Rechteck ist jetzt 8 mal so groß wie das gelbe, weil wenn du von dem gelben so 8 Stück übereinander legst, bekommst du gerade diese blaue Fläche. Also ist es 8-mal so groß. Und wie groß ist die Maßzahl des Rechtecks mit den Seitenlängen A und B? Das heißt, wenn du jetzt dich für diese Fläche des blauen Rechtecks interessierst, dann kannst du erstmal in der Form 8 geteilt durch 54 schreiben. Weil das kleine gelbe Rechteck hat ja die Fläche 1/54 gehabt. Und wenn du statt
eins, ja, 8 Stück brauchst, um diese Blaufläche zu bekommen. Du musst ja 8 gelbe übereinander legen, bekommst du 8 54. Und das ist das gleiche vom Rechenausdruck wie ein 6 mal 8, 9. Weil wenn du jetzt zwei Brüche multiplizierst, heißt das ja Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, einmal 8 sind 8 und 6 mal 9 gleich 54. Also ein 6 mal 8, 9 ergibt dann ausgerechnet 8, 4, 5, 6. Das heißt, diese Formel, dass du einfach den Flächeninhalt blauen Fläche, die Breite ein Sechstel und Höhe ein Neuntel hat, einfach auch so ähnlich wie bei natürlichen Zahlen, einfach als Breite mal Höhe berechnen kannst. Breite ein Sechstel, Höhe 8 Neuntel, ist in diesem Fall auch gültig geblieben. Jetzt kannst du natürlich das weiter vereinfachen, indem du sagst, 8 ist eine gerade Zahl, nämlich für 8 kannst du ja auch 2 mal 4 denken. Und 54 ist ebenfalls eine gerade Zahl. Dafür kannst du 2 mal 27 denken, also kannst du noch mit 2 kürzen. 8 geteilt durch 2 ergibt 4 und 54 geteilt durch 2 ergibt 27. Aber die ungekürzte Form ist ja zumindest erstmal auch hilfreich, um zu sehen, dass dieses Produkt dieser Breite und Höhe dann mit dem Endergebnis übereinstimmt. Klick nochmal auf Neue Aufgabe. Jetzt hast du folgende Situation. Du hast ein Rechteck mit der Breite 3/4 Meter und der Höhe 1/3 Meter. Überlege zunächst, wie oft ein Rechteck mit den Seitenlängen 1/4 Meter und 1/3 Meter in 1 Quadratmeter hineinpassen. Als Hilfe kann man jetzt wieder einen Quadratmeter so einteilen, dass ich die Breite in 4 Teile unterteile, weil ich hier ja als Nenner Viertel habe, also 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel, 4 Viertel. Dann habe ich gerade erreicht, dass dieses gelbe Rechteck die Breite 1 Viertel hat. Weil wenn ich 4 Stück nebeneinander habe, komme ich auf 1. Und die Höhe habe ich nur in 3 Teile unterteilt, weil hier im Nenner Drittel eine 3 steht. Das heißt, auf diese Weise habe ich erreicht, dass dieses Rechteck eine Höhe 1/3 hat. Weil wenn ich 1/3, 2/3, 3/3, das heißt 3 übereinander stapel, komme ich auch auf 1. Das heißt, dieses gelb dargestellte Rechteck hat jetzt die Breite 1/4, wenn man 4 nebeneinander braucht, um auf 1 Meter zu kommen, und als Höhe 1/3, weil man 3 Stück übereinander stapeln muss, um als Höhe 1 zu kommen. Das heißt, wie viele von diesen gelben Fliesen brauchst du, um 1 Quadratmeter auszulegen? Dann brauchst du ja 4 nebeneinander und 3 übereinander. Also insgesamt brauchst du 4 mal 3 oder 3 mal 4 gleich 12. Also ist die Maßzahl einer gelben Fliese 1/4 mal 1/3 gleich 1/12. Weil 12 Fliesen ergeben ja gerade 1 Quadratmeter, und dann hat eine Fliese nur den 12. Teil von 1 Quadratmeter, also 1/12 Quadratmeter. Wie viel mal so groß ist das Rechteck mit den Seitenlängen a und b? Das heißt, jetzt hast du da als Breite nicht 1/4, sondern 3/4. Das heißt, das ist jetzt die blau dargestellte Fläche. Du brauchst im Grunde genommen jetzt 3 von diesen Fliesen, die du nebeneinander legst, um auf diese blaue Fläche zu kommen. Und für die Höhe brauchst du nur eine. Das heißt, dieses blau dargestellte Rechteck ist jetzt dreimal so groß wie das gelbe. Wenn du nämlich 3 gelbe so nebeneinander legst, bekommst du die blaue Fläche. Wie groß ist die Maßzahl des Rechtecks mit den Seitenlängen a und b?
Das ist das also im Maß der blauen Fläche, die du suchst. Und da kannst du jetzt sagen, die blaue Fläche, ich weiß, die gelbe Fläche hat ja die Maßzahl 1 Zwölftel. Und weil die blaue Fläche 3 Maße groß ist, musst du dann 3 mal 1 Zwölftel berechnen. Also kannst du erstmal in der Form 3 Zwölftel schreiben. Und das ist wiederum das gleiche, als wenn du jetzt einfach gesagt hättest, ich rechne einfach Breite mal Höhe. Ein Viertel mal ein Drittel. 3 Viertel mal ein Drittel ergibt nämlich gerade 3 mal 1 ist 3 und 3 mal 4 ergibt 12. So hast du dann 3 Zwölftel. Das heißt, du musst einfach nur a mal b rechnen, um auf das Ergebnis zu kommen. 3 Viertel mal ein Drittel. Und 3 Zwölftel kannst du jetzt noch kürzen, weil für 12 kannst du ja auch 3 mal 4 schreiben und dann kannst du die 3 kürzen. Und dafür dann ein Viertel in gekürzter Form schreiben. Mach zum Schluss nochmal eine weitere Aufgabe, die vielleicht jetzt. Die Überlegung ist wieder die gleiche. Das heißt, du interessierst dich eigentlich jetzt für die Fläche dieses Rechtecks mit der Seitenlänge 8 Neunten und andere Seite 4 Neuntel. Und du könntest natürlich nach den bisherigen Erkenntnissen jetzt einfach sagen, ich könnte 8 Neuntel mal 4 Neuntel rechnen. Aber um das zu begründen, überlegen wir uns zunächst, wie das aussieht. Wenn du ein Rechteck mit der Breite 1 Neuntel und Höhe 1 Neuntel nimmst, in diesem Fall hat man den gleichen Nenner 9. Das heißt, deswegen denken wir uns jetzt den Quadratmeter hier in 9 Teile unterteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier ebenfalls in 9 Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, in diesem Fall, weil man hier 9 Teile und hier 9 Teile bekommt, ist dieses Rechteck in diesem Fall sogar ein Quadrat, wenn hier zufällig Breite und Höhe identisch sind. Und wie viele von diesen kleinen Fliesen brauchst du, um einen Quadratmeter zu tapezieren? Du brauchst ja dann 9 nebeneinander und 9 übereinander. Insgesamt brauchst du dann 9 mal 9. Also 81 Stück. Insofern ist die Maßzahl von dieser kleinen Fliese 1 geteilt durch 81. Und wenn du 81 nimmst, hast du gerade 1 Quadratmeter. Wie viel Maße groß ist das Rechteck mit den Seitenlängen a und b? Noch als Hilfe das veranschaulichen. Wie viele von diesen kleinen gelben Fliesen brauchst du jetzt, um diese blaue Fläche auszutapezieren? Du brauchst bei 8 Neuntel 8 Stück nebeneinander für die Breite und für die andere Seite 4 Neuntel brauchst du 4 übereinander. Das heißt, du brauchst 4 nebeneinander, 8 nebeneinander und 4 übereinander, also brauchst du insgesamt 4 mal 8 gleich 32. Von diesen kleinen Fliesen. Und wie groß ist dann diese Maßzahl dieser blauen Fläche? Das ist ganz einfach. Die gelbe Fläche hatte ja die Maßzahl 1 geteilt durch 81. Und jetzt musst du 1 geteilt durch 81 mit 32 multiplizieren und erhältst dann 32 geteilt durch 81. Und das ist nichts anderes, als wenn du von vornherein einfach Breite mal Höhe gerechnet hättest, weil 8 Neuntel mal 4 Neuntel a mal b ergibt einfach Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Zähler mal Zähler gibt 4 mal 8 gleich 32 und Nenner mal Nenner ist 9 mal 9 gleich 81. In der Übung 7 geht es darum, jetzt den Flächeninhalt dieser gegebenen Figuren auszurechnen.
Wenn du auf Neue Aufgabe klickst, werden die Formen variiert. Wir fangen erstmal mit einfachen Beispielen an. Das heißt, du interessierst dich jetzt für den Flächeninhalt dieser orangefarbenen Fläche. Auch hier würde ich dir empfehlen, gegebenenfalls einfach einen Zettel und einen Stift zur Hilfe zu nehmen. Wie sieht das jetzt so aus? Das orangefarbene Fläche, die Figur hat den gleichen Flächeninhalt wie drei der gezeichneten Quadrate. Das heißt, du hast jetzt hier ein Quadrat mit der Breite 1 Drittel und Höhe 1 Drittel. Und die Fläche von so einem kleinen Quadrat mit der Breite 1 Drittel und Höhe 1 Drittel ist einfach Breite mal Höhe, also 1 Drittel mal 1 Drittel. Beziehungsweise ausgerechnet 1 Neun. Das heißt, der Flächeninhalt von einem kleinen Kästchen ist 1/9 Quadratmeter. Und die orangefarbene Fläche bekommst du, indem du dann 3 von diesem Kästchen übereinander stapelst. Also musst du rechnen 3 mal 1/9 oder ausgerechnet werden das dann 3/9. Und das kannst du noch kürzen, weil 9 ist ja nichts anderes als 3 mal 3. Hier steht ja im Grunde genommen ausführlich jetzt sowas wie 3 geteilt durch 3 mal 3. Und dann kannst du im Grunde genommen hier eine 3 kürzen und hier eine 3 kürzen und du bekommst dann 1 Drittel. Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus? Hier kannst du jetzt auch sehen, dass diese Figur kannst du aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quadraten zusammensetzen. Und wie ist der Flächeninhalt eines Quadrats? Man muss da einfach nur auch wieder breiter mal höher rechnen. Das heißt, ein Quadrat hat den Flächeninhalt 1/8 mal 1/8. Und das ist ausgerechnet, Zähler mal Zähler, einmal 1 ist 1 und 8 mal 8 ergibt 64, also 1/64 Quadratmeter. Und wie ist der Flächeninhalt dann von dieser dargestellten Figur? Das ist 7 Maße groß, weil du brauchst ja 7 von diesen Quadraten, um das darzustellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also bekommst du als Ergebnis dann 7 mal 1/64 oder 7/64. Wie sieht das jetzt aus, wenn du jetzt hier so ein Dreieck hast? Du kannst auch wieder auf Hilfe klicken. Die Figur hat den gleichen Flächeninhalt wie 10 der gezeichneten Quadrate. Ein Quadrat den Flächeninhalt 9/49. Die Idee, wenn du jetzt hier ein Dreieck gegeben hast, ist, du kannst ja dieses Orange farbene Dreieck zu einem Rechteck zusammengesetzt denken, indem du das hier so gespiegelt drüber denkst. Das heißt, du kannst im Grunde genommen erst den Flächeninhalt von so einem kleinen weißen Quadrat ausrechnen. Der Flächeninhalt von so einem kleinen weißen Quadrat ergibt sich als 3 Siebtel mal 3 Siebtel. Und das ist dann Zähler mal Zähler, 3 mal 3 ist 9 und 7 mal 7 ergibt 49. Also 9 geteilt durch 49. Das ist jetzt der Flächeninhalt, ist auch hier schon angegeben, von so einem kleinen weißen Quadrat. Und bei der orangefarbenen Fläche ist jetzt das so, dass du sagen kannst, wenn du jetzt hier dir so ein großes Rechteck vorstellst, was doppelt so groß ist wie die orangefarbene Fläche,
Hast du da als Breite ja 1, 2, 3, 5 Stück und als Höhe hast du 1, 2, 3, 4. Das heißt, wenn du jetzt dieses große Rechteck mit der Breite 5 und Höhe 4 denkst, dann hast du einfach als 5 mal 4 gleich 20 von diesen Quadraten, die du brauchst. Und 20 Quadrate für das große Rechteck. Und für dieses Dreieck, was da gestellt ist, brauchst du dann nur die Hälfte. Die Hälfte von 20, 20 geteilt durch 2 sind 10. Heißt, für das Dreieck, weil das Dreieck ist dann nur halb so groß wie dieses große Rechteck. Und jetzt weißt du, ein von den kleinen Quadraten hat den Flächenerhalt 9,946. Wie groß ist dann der Flächenerhalt von 10 Quadraten? Da musst du 10 mal 9,946 ausrechnen. Und das kannst du erstmal in der Form 10 mal 9 oder 9 mal 10 sind 90 geteilt durch 49 schreiben. Das kannst du auch erstmal hier eintragen, ob das stimmt. Und jetzt kannst du den Bruch auch noch in gemischter Form schreiben. Weil die 90 ist ja größer als die 49. Das heißt, die 90 ist ja nichts anderes als 49 plus, wie groß ist der Rest? Das kannst du auch schrittweise machen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel eine 90, könntest du. Du kannst natürlich jetzt 90 geteilt durch 49 schriftlich rechnen, aber du kannst natürlich auch sagen, 2 mal 49 ist ja schon zu groß, das wäre ja schon 98. Also es passt nur einmal rein. Und was ist der Rest? Den kannst du auch so schrittweise überlegen, zum Beispiel indem du sagst, 90 ist ja nichts anderes als 50 plus 40. Und für 50 kannst du ja auch meinetwegen 49 plus 1 denken, plus 40. Und das ist dann nichts anderes als 49 plus 41. Das heißt, die 49 passt in den 90 einmal rein und dann erhältst du noch 41 als Rest. Das heißt, du kannst dann auch ein Ganzes. Und wie viel bleiben dann übrig? An 41. Auch hier würde ich dir empfehlen, selber einige Übungen zu machen.